Wie derzeit alles zusammenhängt, ist der gewagte Titel des heutigen Marktflüsters, zu dem ich Sie ganz herzlich begrüße. Ja, es gibt einfach wieder diese Korrelation, entweder Anleihen oder Aktien, wenn die Anleihen gefragt sind, mithin also die Renditen vor allem für amerikanische Staatsanleihen sinken, dann ist der Aktienmarkt tendenziell schwach, und wenn die Renditen für US-Anleihen sinken, dann ist auch der Dollar schwach. Das ist so die Logik. Mithin ist dann also, wenn der Dollar stark ist, auch der Aktienmarkt stark in den USA. So könnte man es formulieren. Wenn der Dollar schwach ist und die Anleiherenditen sinken, dann ist es so, dass die US-Banken schwach sind, dann sind auch die europäischen Banken schwach. Der Ölpreis hat sich heute erholt. Wenn der Ölpreis steigt, dann ist das gut für die Aktienmärkte. Gold steigt, wenn der Dollar schwach ist, und wenn der Dollar schwach ist, dann fallen die Aktienmärkte. So ungefähr könnte man das zusammenfassen. Das ist heute auch das große Thema, nachdem es ja keine Konjunkturdaten gibt heute von wirklicher Relevanz, außer den Lagerbeständen für Öl, die mit über 13 Millionen Barrel den zweitgrößten Anstieg der Lagerbestände haben für Öl. Aber der Ölpreis trotzdem positiv, weil die Algos das machen, was sie immer wieder gerne mal machen. Wenn die Abweichung so groß ist, eigentlich negativ für den Ölpreis, dann springen die Algos drauf. Das ist so die etwas abstruse Logik. Gehen wir gleich mal rein in die Charts, gucken uns die Geschichte an. Was ist da los? Wir sehen hier den DAX, wie er leibt und lebt, jetzt sich erholen kann. Wir haben hier so einen Boden erstmal gebildet. Bei 11.480, da war das tief, da waren wir hier schon am 6. und am 7. Februar. Jetzt geht es nach oben, eben weil jetzt die Anleiherenditen wieder etwas steigen, damit die Aktien wieder attraktiver werden. Das ist sozusagen das Thema. Schauen wir uns mal die amerikanischen Freunde an, da sehen wir den S&P 500 bei 2.291, mitten in dieser Range. Zwischen Jahreshoch und hier dieser Unterstützung, diesem Tief, das wir heute gesehen haben bei 2.284. Der Dow Jones hat ein bisschen mehr Probleme, da ist der Bankensektor ja stark gewichtet. JP Morgan und Goldman Sachs sind heute negativ. Jetzt kann sich aber auch der Dow etwas erholen, 20.060, aktuell 61. Wir sehen etwas robuster den Nasdaq 100, der schon wieder am Allzeithoch anklopft, dass er jetzt genau dran ist, dass wir gestern erreicht hatten. Hier eine ziemlich steile Kerze, ist vorwiegend dem Ansprung des Ölpreises aufgrund der Algos geschuldet. Aber schauen wir uns mal die US-10-jährige Staatsanleihe an. Da sehen wir hier diesen Anstieg im Kurs, mithin also die Renditen gefallen. Es gibt Nachfrage, nachdem gestern eine sehr starke dreijährige Auktion war. Jetzt kommt die Geschichte wieder etwas zurück. Was uns Sorgen machen sollte, ist allerdings dieser Chartvergleich, den ich hier ja schon in den letzten Tagen gebracht habe, und die Lücke wird größer zwischen deutschen Bundesanleihen, da fällt die Rendite weiter, das heißt, wir haben weiterhin eine Flucht in die vermeintliche Sicherheit deutscher Staatsanleihen, während das hier nicht wirklich so der Fall ist. Zwar gibt es auch hier einen leichten Anstieg, eben weil Anleihen heute tendenziell gesucht sind, auch bei französischen und spanischen, nicht spanischen, italienischen Anleihen, die italienische hier orange, die französische blau, aber die Lücke wird größer, deutsche Anleihen laufen besser. Was macht denn der Euro? Der ist jetzt bei 1,07 wieder. Wir haben also hier das Muster, dass jetzt zunächst mal Dollarstärke der Fall war. Jetzt wird sich das ein bisschen wieder ausbalancieren. Der Euro wird allerdings wahrscheinlich, so meine Vermutung, jetzt nicht wirklich den großen Höhenflug erleben in nächster Zeit. Wir sehen den Dollar-Yen nach wie vor in der Defensive. Das ist für die Märkte langsam ein Problem, wenn Dollar-Yen nicht aus dem Quark kommt. Dann deutet das darauf hin, dass die Dollarschwäche der Fall ist, und das ist, wie gesagt, für die Aktienmärkte normalerweise nicht gut. Hier sehen wir die Entwicklung beim Ölpreis. Obwohl wirklich dieser massive Anstieg der Lagerbestände war, kann Öl jetzt deutlich zulegen auf $52,58, ist also deutlich im grünen Bereich. Wir sehen den Goldpreis, hatte schon in Richtung 1250er Marke geschaut, jetzt allerdings etwas tiefer, 1241, ähnliches Bild bei Silber. Da jetzt Rücksetzer auf $17,78, und heute das große Thema einfach am Markt, das sind die Banken. Commerzbank schwächster Wert mit über 3%, auch die Deutsche über 2% im Minus, und in den USA ist es eben JP Morgan, die schon gleich mit einem Gap eröffnet haben, aber auch Goldman Sachs schwach, eben weil die Anleiherenditen gesunken sind, dazu gleichzeitig die Zinskurve sich wieder verflacht hat, und das ist nicht gut für die Banken. Es passiert also in der Summe noch nicht so wahnsinnig viel. Wirklich vom Fleck kommen die Märkte derzeit noch nicht, das muss man konstatieren. Die Amis sind nach wie vor stabil, obwohl wir
heute Daten gesehen haben, was den Optimismus bei Börsenbriefen aus den USA, Investor Intelligence nennt sich das, gesehen haben. 62,7% sind bullish, das ist der höchste Wert seit 2004, also der Optimismus ist nach wie vor ungebrochen. Nur es geht nicht so richtig voran, wir kommen nicht richtig runter, wir kommen nicht richtig rauf, da braut sich was zusammen, da staut sich was auf, da wird es irgendwie eine Entladung geben, wann das passieren wird, wer weiß es schon, aber es ist langsam mal fällig, nachdem wir jetzt wahrscheinlich heute den 37. Handelstag beim S&P in Folge haben, an dem der S&P weniger als 1% steigt oder eben fällt, das ist ein absoluter Rekord, also die Rekorde purzeln derzeit. Das ist das Auffällige an dieser Geschichte, aber die Märkte haben null Besorgnis. Mal sehen, wie es weitergeht. Schönen Feierabend erstmal. Bis dann, ciao.